Hi alle, ich heiße Dr. Christina Rahm und heute werde ich bei Root über Renault reden. Renault ist eine Hauptpflegemarke. Ich habe daran gearbeitet und es zusammengestellt. Es gibt hier auch mehr Energie und ich versuchte, das noch besser zu machen in der zweiten Auflage. Es war interessant, als wir Renault herausgegeben haben. Es hat sehr schnell gewachsen, ist sehr schnell gewachsen und mein Ziel ist immer bessere Gesundheit von innen und von außen. Aber es ist schön, wenn man auch besser ausschaut und sehr viele haben das auch geschafft. Wir dürfen nicht behaupten, dass wir etwas ändern und trotzdem aus diesem Grund werde ich mit dem Haftungsausschuss starten. Die bereitgestellten Informationen dienen der Aufklärung und sind nicht als medizinischer Rat oder als Ersatz für den medizinischen Rat eines Arztes oder anderer qualifizierter medizinischer Fachkräfte gedacht. Sollten diese Informationen nicht zur Diagnose eines Gesundheitsproblems, sondern immer mit dem Arzt konsultieren. Und wir sind hier, um euch mit unseren Produkten eine Richtlinie zu geben. Also ich sage das immer. Wir versuchen euch dabei zu helfen, euch großartig zu fühlen, aber wir behaupten nichts, weil wir keine Pharmaunternehmen sind und mit FDA und FTC, aber weltweit wollen wir natürlich diesbezüglich keine Probleme. Also, heute geht es um Ella Pure. Ziel ist es, um sich mit den Inhaltsstoffen zu beschäftigen. Wenn du dir das anschaust, wie sie uns helfen können. Also, Ella Pure, Renault. Und der Root Brands verkauft das in 80 Länder und deswegen liebe ich die Root Brands, wie gut sie diese Produkte vertreiben können. Es ist eine einzigartige Kombination von Phytoplankton. Es ist sehr reich an Nährstoffen, wenn man Ballaststoffe und Inhaltsstoffe anschaut, weil das Organismen aus dem Meer sind. Wenn du dir Phytoplankton ausschaust und wie es funktioniert in diesem Produkt, ist es eigentlich fantastisch zu sehen, wie es in der Haut arbeiten und helfen kann und es noch schöner machen kann. Wir haben keine klinischen Daten um alles herum bei diesem Produkt, aber über die Inhaltsstoffe. Ich wollte etwas anschauen, was Anti-Aging-Eigenschaften hat. Ich habe sehr viele Produkten gearbeitet, aber es kann mit Falten auf jeden Fall helfen. Die erste Version liebe ich noch von Renault. Auch, aber ich wollte mehr, dass es eine feuchtigkeitsspendende Eigenschaft auch hat. Ich habe auch Patente, die auf Regeneration und Rehabilitation und Altersumkehrung sich fokussiert. Also ich habe Teile von den Patenten genutzt hier, was ich vor einigen Jahren auch geschrieben habe. Und ich habe auch zusätzliche Informationen hinzugefügt, um bei diesen Produkten die gewünschten Ziele zu erreichen. Die Inhaltsstoffe sind sehr vielfältig. Und ich habe aber eher auf Dinge ziemlich fokussiert, die dem Körper natürlich helfen können. Also ich sehe öfter bei den Inhaltsstoffen negative und positive Presse. Und ich sage oft, schau nicht bei WebMD, bei Google kannst du das auch alles, aber das wird dich die ganze Story dir erzählen. Als Wissenschaftler fokussiere ich mich auf natürliche Inhaltsstoffe, die wirklich helfen können und die Haut auch braucht. Nicht nur, dass die Haut geschützt wird, sondern es auch wieder regenerieren kann. Sehr viele Marken machen Dinge, die gegen UV helfen können. Alles, was es natürlich ist und die Haut auftragen kannst, kann dabei helfen, bei unterschiedlichen Bereichen auf der Haut helfen. Ich denke, Renault mit Phytoplankton und mit den natürlichen Inhaltsstoffen ist sehr, sehr wohltuend hier bei Falten, beim spröden Haut. Ich sage das sehr oft, wenn du 75, 80 bist, dann kannst du Falten nicht komplett loswerden, egal wie viel Kollagen, Kolostrum ihr nehmt, wir haben das im Gimme Back My Youth, oder wie viel Relief Greens oder Renault ihr nützt, ihr werdet trotzdem älter. Also wenn ihr mich fragt, ob meine Haut ausschaut wie mit 20, nein, aber ob ich etwas habe, das mir dabei hilft, ja. Und Renault ist auf jeden Fall hier dabei, bei meinen Sachen, die ich für mich nehme, der Haut betreffend. Aber es ist kein Wundermittel natürlich, aber wenn du denkst, dass du etwas hast und dass es 20, du ausschaust wie 20, das wird einfach nicht passieren, egal bei welchen Produkten. Ich sage immer, dass es hört sich ein bisschen hart an, aber es ist halt so, dass man
einfach irgendwann mal stirbt. Und unser Fokus bei The Root Brands ist, dass wir die Inhaltsstoffe bekommt und der Körper einfach so gut sein kann, wie es nur geht. Und ich denke, da habe ich wirklich einen guten Job geleistet. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr perfekt ausschauen wird. Ihr seid schon perfekt. Ihr habt einen Körper, was nicht perfekt ist, aber wissenschaftlich werden wir nicht alles lösen können natürlich. Und wir versuchen da natürlich unseren Beitrag zu leisten. Also mit dem Etikett, da möchte ich nochmal zurückgehen. Ich habe das ein bisschen anders gemacht diesmal. Ich habe Hyaluronsäure, Kokosnussöl, unterschiedliche Säuren, die einfach darauf fokussieren, den Körper und die Haut mit den Nährstoffen zu versorgen. Ich nutze sehr viele Extrakte, sehr viele Cholera-Produkte und mir ist es wichtig, einfach natürliche Inhaltsstoffe da zu haben. Wir sind sehr vorsichtig, wie wir es zusammenstellen und wie ihr es nutzen sollt natürlich. Und dieses Produkt ist wirklich so anders, wegen dem, wie es gemacht wurde. Und wir versuchten, das einfach so bioverfügbar zu machen, wie es nur geht. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren. Beim Renault-Etikett sagen wir auch, dass es 100% natürlich ist und keine synthetischen Inhaltsstoffe hat. Und das ist absolut der Fall. Und wir haben die ionischen Etiketten, die das bestätigen. Dritter Parteitest haben wir auch, um beweisen zu können, dass wir alles richtig machen. Wir werden auch sämtliche Produktlinien durchgehen. Zum Beispiel jedes Mal, wenn wir ein Batch machen von Renault mit einem Ablaufzeit, dann schauen wir uns an, wie die Produkte der Haut helfen können. Also ich wollte auf jeden Fall feuchtigkeitsspendende Eigenschaften haben, zelluläres Wachstum stimulieren, Falten loswerden damit, Antioxidantien bessern und unterschiedliche Flecken damit beseitigen können. Und es gibt im klinischen Daten dazu und bei den Fallstudien beachten wir das gerade. Also wir versuchen da klinische Daten dazu zu sammeln, damit wir Behauptungen aufstellen können. Aber das war mein Ziel mit diesem Produkt, einfach dem Körper zu geben, was es braucht. Und wenn du Phytoplankton anschaust, unterschiedliche Vitamine, Mineralien, essentielle Elemente, die in die Haut gehören, und das befindet sich in diesem Produkt. Auch wenn nicht eine Tonne von unterschiedlichen Inhaltsstoffen enthalten sind, müsst ihr wissen, dass ihr nicht eine Million Inhaltsstoffe braucht, um ein fantastisches Produkt zusammenzustellen. Weil wenn man die Inhaltsstoffe richtig nutzt, richtig beschafft, dann kann man auf jeden Fall Produkte herstellen, die einfach wohltuend sein können und helfen können. Die Großartigkeit startet von innen. Die anderen Produkte, die wir haben, sind essentiell, aber ich denke, von außen ist eine fantastische Art und Weise, das zu unterstützen und die Haut zu verbessern. Reden wir über Hautpflegeprodukte. Es gibt eine Datenbank mit Skin Deep Database und ich denke, das ist die einzige Online-Ressource, wo man das auch vergleichen kann. Wir haben das als fantastisches Produkt bewertet bekommen. Ich hoffe, Tiger kann mal darüber sprechen und sicherstellen, dass das einer der besten Produkte weltweit sein kann. Und schauen wir uns die Vorteile von den Produkten an. Kokosnussöl ist fantastisch für Antimikrobiale. Mal, das ist fantastisch, weil ich rede sehr oft über das Mikrobiom und das Innere des Körpers. Vom Außen muss man sichern, dass es antimikrobiale Eigenschaften hat. Und ich wollte dieses Element und Haut schützende Eigenschaften, Wundheilung und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften sind sehr, sehr wichtig. Sehr viele von euch nutzen Kokosnussöl und ich sage es immer, wenn du glaubst, dass es nicht feuchtigkeitsspendend genug ist, dann kannst du zusätzlich Kokosnussöl hinzufügen. Also ich liebe die neue Produktlinie, die neue Formulierung, weil es einfach mehr Einfluss auf die Haut hat und ich brauche nicht mehr Feuchtigkeitseigenschaften, aber auf einem Spektrum von 1 zu 100 ist jeder anders natürlich. Einige nutzen dieses Produkt und möchten vielleicht Olivenöl oder Kokosnussöl hinzufügen. Das ist verständlich und das kann man machen. Also, wenn man Laurinsäure anschaut, das findet man im Kokosnussöl und in anderen natürlichen Ressourcen.
Und nochmal, es ist entzündungshemmende Faktoren. Sehr viele nutzen es bei unterschiedlichsten Behandlungen. Wir haben auch verstanden, dass die Antioxidierungsbehandlungen für die Haut verwendet werden kann und bei Wundheilung. Und alles andere ist sehr, sehr wichtig für mich. Natürlich Feuchtigkeitseigenschaften waren sehr wichtig für mich und antimikrobiale Eigenschaften, aber die anderen Punkte sind genauso wichtig für mich. Myristsäure ist auch etwas ganz Besonderes in diesem Bereich, findet man auch in Kokosnussöl. Ich wollte das auf jeden Fall hinzufügen für die Haut, weil das kann auf jeden Fall mit der Verbesserung des Hautbildes und Bereinigung und Anti-Akne-Effekte helfen und die Hautbarriere unterstützt es genauso. Sehr wichtig für mich, weil sehr oft wird darüber gesprochen, eine Barriere aufzubauen und die Haut ist natürlich das sehr, sehr wichtig. Und Reno ist dann noch eine Schicht dazu. Es ist sehr gut, mehrere Barrieren zu haben, aber du wirst es nicht nutzen, das Akne verursacht, sondern du möchtest natürliche Inhaltsstoffe dich fokussieren. Und deswegen habe ich so viele natürliche Inhaltsstoffe, weil ich wollte einfach die Natur in die Haut reinbringen, dass es bioverfügbar ist. Weil es ist ein großes Problem mit Hautpflegeprodukten, wo man einfach nicht darauf schaut, dass das natürlich ist und die Haut bricht auf, wird spröde. Deswegen nutze ich diese Inhaltsstoffe. Und deswegen nutze ich nichts in den Produkten, das der Haut schädigen könnte. Und deswegen habe ich auch mein Patent geschrieben, dass es von innen und von außen auch so gut ist und in jeder Art und Weise helfen kann. Alles, was du auf die Haut aufträgst, geht in den Körper. Deswegen muss man darauf aufschauen. Palmitinsäure ist auch eine essentielle Säure. Und man findet das auch in Pflanzen und tierischen Ressourcen. Ich habe Pflanzenressourcen verwendet. Ich wollte einfach so eine geschmeidige Haut damit erzeugen und erreichen, weil die Haut sollte geschmeidig sein, wenn man älter wird. Aber wenn ich das auftrage bei mir zum Beispiel, dann fühlt ich mich besser, es fühlt sich jünger an. Man muss auch vorsichtig dann natürlich mit Behauptungen, man muss die Vorher-Nachher-Bilder zeigen vielleicht und die Studien wollen wir durchführen damit, weil wir wollten eine Verbesserung erreichen bei der Haut und das kann man mit diesem Inhaltsstoff erreichen. Aber wenn man die anderen Inhaltsstoffe auch noch anschaut, gemeinsam waren sie in der Lage, eine gesunde Baseline zu erreichen und somit kann es einfach hilfreicher sein. Stearinsäure ist nochmal etwas, ein Inhaltsstoff. Und ich habe das auch vom Gemüsesorten beschaffen. Hilft bei der Bereinigung, bei Antioxidantien und schimmelentfernender Agent ist es. Also von dem her ist es einfach hilfreich in der Haut. Es unterstützt die Kollagenproduktion, war genauso wichtig für mich. Das geht zurück bis zu Gimme-Back-By-Youth und Skin Defense und Environment. Team ist und wie wichtig es ist, einfach den Körper zu unterstützen mit Kollagen und Kolostrum. Sehr oft ist es so, dass mir meine Laserbehandlung macht oder Mikrodermbehandlung, aber wenn man ein Produkt jeden Tag nutzen kann und die Haut da unterstützt, ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Wenn du über dieses Produkt redest, behaupte nichts, zeige Vor- und Nachher-Bilder, bespreche die Inhaltsstoffe und bei jedem ist der eigene Körper das, das die Magie erschafft. Da rede ich ganz oft darüber, dass ich gerne ein Produkt hätte, was bei jeder Person gleich gut wirkt. Aber die Haut ist ein bisschen tricky und jede Haut ist ein bisschen anders und braucht etwas anderes. Für eine Feuchtigkeitsgen zum Beispiel, ich wollte in Richtung Anti-Aging gehen natürlich, ohne Behauptungen aufzustellen, aber ich wollte, dass die Leute das fühlen und erfahren können und deswegen habe ich das auch gemacht. Also ich hoffe, dass das weltweit bei vielen diese Ziele erreicht. Ölseite ist bei sehr vielen Pflanzen zu finden. Das war auch meine Wahl. Es war sehr wichtig, die richtige Ressource dafür zu haben.
Ich habe die Feuchtigkeitseigenschaften, entzündungshemmende, antioxidative Effekte und verbesserte Absorption und Hautbarriereunterstützung mir angeschaut. Ihr seht hier, dass ich habe versucht, wirklich die Barriere zu unterstützen, damit der Einfluss nicht nur auf die Haut, sondern auf den gesamten Körper geht. Das Haut ist ein größtes Organ, also alles, was du auf die Haut aufträgst, ist es ganz, ganz wichtig, dass es in jedem Bereich des Körpers hilft, weil es nicht nur in die Haut geht, sondern bioverfügbar sein wird für den gesamten Körper. Und ich habe dann versucht, wirklich den besten Stabilisator zu nutzen, dass ich finden kann. GTR-Rät ist hier meine Wahl. Also ich wollte trotzdem noch unterschiedliche Textur auch und Feuchtigkeit und die aktiven Inhaltsstoffe wollte ich hier in die Haut bringen. Du brauchst, das habe ich schon oft gesagt, braucht man Katalysatoren, wenn man mit natürlichen Inhaltsstoffen arbeitet. Und das war auch mein Ziel. Und Sodiumhyaluronat habe ich auch genutzt, das ist ganz wichtig. Bei diesem Inhaltsstoff ist es so, das kann negative Auswirkungen haben. Es hat einen sehr großen Bereich. Es kann Ekzeme behandeln mit Dermatitis. Es ist bekannt für bei Wundheilung, helfend bei Wundheilung, Feuchtigkeit spendend und bei der Rötungen und Flecken auf der Haut. Aber wenn du die richtige, falsche Art oder falsch herstellst, dann kann es einfach schlechte Auswirkungen haben. Also ich wollte es auf der richtigen Art und Weise haben, damit es vorsichtig und sehr vorteilhaft für den Körper ist. Es wird keine negative Effekte ergeben, weil sehr oft sieht man auf dem Etikett, okay, das und das ist drinnen, aber natürlich kann es auch negative Auswirkungen haben in unterschiedlichen Produkten. Aber ich denke, hier in unserem Produkt ist es ein Schlüsselfaktor und es hilft einfach bei jedem Inhaltsstoff und was wir auf die Haut auftragen. Also ich denke, dass sehr viele nutzen diesen Inhaltsstoff und nutzen es nicht erfolgreich. Ich denke, bei uns ist es sehr, sehr gut gelungen. Zitronensäure ist normalerweise von Lime oder Limette oder Zitrone. Also dass ich Zitronen und Limetten nutzen konnte, war sehr wichtig für mich. Ich wollte sagen, etwas haben, dass es einfach einen Peeling-Effekt hat und aufhält und Anti-Aging und Antioxidant-Eigenschaften hat. Also es war mir wirklich wichtig, somit den ganzen Körper einen positiven Einfluss zu haben über die Haut. Also ihr wisst, ich habe aus sehr vielen Vitamin C Zitronensäureformeln gearbeitet, aber nochmal, das kann wirklich etwas Gutes oder was Negatives sein, abhängig davon, wie man das macht und zusammenstellt. Und ich denke, ich habe da wirklich, ich möchte mich jetzt nicht loben, aber ich habe sehr hart daran gearbeitet, dass ich wirklich das in einer richtigen Art und Weise nutze. Glycerin ist von Pflanzenöl oder von tierischen Fetten. Ich habe von Gemüseölen benutzt. Ich wollte das einfach, dass die Haut hier ein bisschen samter sich anfühlt und dass die Haut das auch akzeptiert, weil das muss auch sein. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Glycerin. Und nochmal, das ist ein wichtiger Faktor. Glycerin kann negativ sein, aber wenn man es richtig beschafft, von den richtigen Orten und richtig hergestellt wird bei dem Formulierungsprozess, dann kann es sehr, sehr positiv sein. Deionisiertes Wasser ist ein bereinigtes Wasser mit Calcium, Eisen und Kupfer. Und es ist die reinste Form von Wasser. Nur damit jeder das versteht, das wurde hier verwendet. Es hilft dabei, Toxine zu eliminieren. Und es hilft dabei, dass die Haut effektiver funktionieren kann. Deswegen war es sehr wichtig für mich. Ich denke, bei dieser Formel hinzuzufügen, war es entscheidend für die Textur und auch für die pH, für die Haut. Jeder weiß, dass Giferrinextrakt etwas ist, was ich mag. Ich nutze es für den Espenbaum, weil ich wollte auf jeden Fall etwas spezifische Isotopen und Moleküle nutzen, die da drinnen sind, um der Haut zu helfen.
Ich habe wirklich die antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften hier verwenden. Und es hilft dabei, die Feuchtigkeit länger in der Haut zu erhalten. Und Hautaufhellung und Kollagenunterstützung wollte ich auch Nutzung, die natürliche Art und Weise, dass der Körper das machen kann. Aber wenn man sich das anschaut, dann ihr wisst, bei den Inhaltsstoffen ist es sehr, sehr wichtig, von wo ich es besorge. Und auch Kollagen und Glycerin-Komponenten, die wir vorher besprochen haben, 300, $400 pro Flasche. Ich weiß, dass dieser Produkt ein bisschen teuer ist für viele, aber ich wollte es einfach in richtiger Art und Weise machen, dass es jedem helfen kann. Deswegen haben wir die höchste Qualität hier an den Tag legen müssen. Wir wollten das einfach auch richtig machen, natürlich. Tetrasalimi ist true, ich sage es nie richtig, ist eine Mikroalge, sehr wichtig für die Verteidigung des Körpers, aber auch für die Hautreparatur, und somit sich die Haut wirklich gegen die Umwelt schützen kann. Und das war wirklich essentiell, damit einfach Frauen, Männer und Kinder die besten Haut haben können, die es so geht. Dunaliella salina ist eine beste Alge weltweit. Es hat sehr, sehr interessante Eigenschaften, hat so einen Hydrationsbooster. Viele brauchen das, sagen, dass sie mehr Feuchtigkeit brauchen. Das war dafür sehr, sehr wichtig. Es bietet auch einen Schutz und wir werben es nicht so, dass es ein UV-schützendes Produkt oder Marke ist. Aber es hat diese Eigenschaften und wir sind in der Lage, das, diesen Inhaltsstoff zu haben. Wir können das nicht behaupten, weil wir die OTC und Deutschland und Vereinigten Staaten benötigen das für unterschiedliche Behauptungen. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Inhaltsstoff. Viele Mikroalgen wegen Relief Greens ist sehr, sehr wichtig für mich. Isocrilis Galbanea Extrakt ist auch eine Mikroalge. Und das hilft bei der Verteidigung von der Haut und auch Umweltschutz, also Schutz vor der Umwelt für die Haut. Und es unterstützt auch die Haut, wie es produziert, wie es sich verhaltet, reagiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Noch eine Mikroalge ist Nonnocloperis caditana. Entschuldigt wegen meiner Aussprache. Ich habe da oft Schwierigkeiten, aber gebe mein Bestes. Also das ist wirklich sehr wichtig für die Rehabilitation, Regenerierung der Haut. Nicht nur Feuchtigkeit, aber bei der Reparatur sozusagen der Haut, was die Haut regenerieren kann. Da muss man auch vorsichtig sein, obwohl wir Patente haben, was wir behaupten. Aber mit diesen Produkten müssen wir auch vorsichtig sein, weil wir in sehr vielen Ländern sind. Und das nächste ist noch mehr mein Lieblings-Phytolektin, Trichotornotum. Das hilft auch mit der Feuchtigkeit, mit dem Schutz, mit Umweltfaktoren bei der Haut. Und es hilft auch bei Hautverbrennungen. Für mich ist ganz wichtig, wenn ihr euch Sorgen macht, wenn euch verbrannt habt, dann könnt ihr unterschiedliche Slides und Kommunikation sehen, wo wir uns darauf fokussiert haben. Und ich habe das gemacht. Ich werde älter und ich formulierte die Produkte, war sehr wichtig für mich. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich, wenn man etwas machen kann gegen Falten oder Feuchtigkeit, Elastizität und die Flecken auf der Haut. Das war wirklich ein großer Fokus für mich. Es sind mögliche Nebenwirkungen natürlich. Jedes Mal, wenn man Zitronensäure nutzt, kann man Irritationen haben. Kokosnussöl, einige sind allergisch gegen Kokosnussöl, selten, aber es kann passieren. Hyaluronsäure, sehr selten, können eine allergische Reaktion hervorrufen, sehr, sehr selten. Wenn du es falsch nutzt, kann es auch Trockenheit erzeugen. Stericksäure kann auch Irritationen, allergische Reaktionen erzeugen. Das Produkt wird das nicht machen, aber ich wollte es auch hervorheben. Und es kann auch verstopfte Poren ergeben. Ich wollte das einfach hinzufügen, damit ihr das auch seht. Aber ich denke, einer der wichtigsten Dinge ist, dass es mit der Elastizität auf der Haut hilft. Aber ich wollte einfach keine negativen Nebenwirkungen haben.
Es gibt dann Referenzen, die zur Verfügung stehen. Ich möchte dazu sagen, dass ich offen bin für Fragen. Ich kann heute das nicht machen. Ich reise nach San Diego. Aber ich wollte einfach diese Reute-Möglichkeit nutzen, Reno wieder herauszugeben. Ich nutze es jeden Tag. Alle wollen davon was. Immer wenn ich unterwegs bin, ich möchte, dass die Community weiß, wie wichtig es ist, dass wir das wieder neu herausgeben und es wieder zur Verfügung steht. Wir haben große Mengen bestellt, weil wir immer ausverkauft waren. Also macht euch dort keine Sorgen. Wir wollen einfach, dass ihr das habt und dass wir genügend haben und damit ihr wachsen könnt weltweit. Wir haben ein 3-Schritt-Peptides-System, das wir im Sommer herausgeben werden. Aber ich freue mich, dass wir es heute euch vorstellen konnten. Und dass wir das miteinander teilen und dass wir einfach eine bessere Hautpflege haben. Ich sage immer, dass die Großartigkeit unser Schlüssel ist und ja, das ist nicht genug, normal zu sein, man muss großartig zu sein. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart und für sämtliche Fragen werden wir das nächste Woche behandeln. Dankeschön.